sie das nicht? Nein. Du bist, reicht nicht? Nein, Walla, reicht mir nicht. Weißt du, was mir lieber wäre? Was denn? Wenn du mir einen Gefallen tun würdest, ja? Und einfach mal dich dazu äußern würdest, dass das eine Lüge ist. Ich schwöre bei Allah, hör zu, ich schwöre bei Allah, ich würde mich nie in meinem Leben darüber äußern. Ja, aber das ist ja die Sache. Warte. Wer sind die denn, dass ich mich zu irgendwas äußere? Sofian sagt zu mir... Wenn du diesen Leuten Gehör schenkst und dich selber damit krank machst, das ist dein Problem. Wollte ich nur gesagt haben. Wer sowas für Fame macht, ist der größte Köpek. Ja, ist doch Köpek. Hier, Lepic, Lejanko. Ist doch der größte. Macht jeden Tag Videos von mir. Der Typ ist besessen von mir. Was geht ab, Leute? Ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's auch gut. Und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, meine Freunde, ist auf jeden Fall wieder einiges passiert. Yasser hat geantwortet und er hat mich indirekt angegriffen. Yasser? Ich dachte, wir sind Bracelo. Was ist los, Yasser? Hä? Wie viel hast du eigentlich gezahlt bei Juju? Sei mal ehrlich. Erzähl doch. War die ein Angebot? Erzähl mal. Ja, Leute, was soll ich euch dazu sagen, meine Freunde? Ne, ihr wisst so, wir nehmen kein Blatt vor den Mund. Wenn wir was zu sagen haben, dann sagen wir das. Wir gehen jetzt letztendlich nur auf diese ganzen Livestreams. Bleibt von Anfang bis zum Ende am Start. Besorgt euch Chips, Meeps, Dips, Popcorn. Nehmt euch zurück und genießt einfach nur dieses Video. Ich wünsche euch sehr viel Spaß. Sieh das nicht? Nein. Du bist, reicht nicht. Nein, Walla, reicht mir nicht. Weißt du, was mir lieber wäre, wenn du mir einen Gefallen tun würdest, ja? Und einfach mal dich dazu äußern würdest, dass das eine Lüge ist? Ich schwöre Allah, hör zu, ich schwöre bei Allah, ich würde mich nie in meinem Leben darüber äußern. Ja, aber das ist ja die Sache. Warte. Wer sind die denn, dass ich mich zu irgendwas äußere? Sofian sagt zu mir... Wenn du diesen Leuten Gehör schenkst und dich selber damit krank machst, das ist dein Problem. Nein. Du bist letztens bei mir im Live reingekommen, richtig oder falsch? Aha, er würde sich also nie dazu äußern. Erzähl mal, Juju, warum sollte er sich dazu niemals äußern? Also habt ihr da doch irgendwie ein Geheimnis zusammen oder war da mal was oder hattet ihr mal was? Wer weiß, Alter. Ja, ist der beste Mann auf jeden Fall. Der hat Jeffer geknallt. Jeffer wurde wirklich geknallt. Einmal so und einmal so. Sehr stark auf jeden Fall. Richtig? Da hast du mich gefragt, wir haben das klargestellt. Richtig oder falsch? Ja, richtig. Aber... Punkt, aus, Ende. Ich denke, ich mache mir die Zeit, mich zu äußern. Leute, liebe Leute, ja, ich hatte nichts mit... Hey! Aber das hat was mit Respekt zu tun. Was? Das hat du hast mich doch gefragt im Live. Ich habe dir geantwortet. Was ja, du und noch? Und dann habe ich Streamaufnahmen gesehen, wie Dudi und Nimka mit dir live sind. Ja. Dudi und Nimka mit dir live sind und das irgendwie ein bisschen verzögert worden ist. Alle sagen zu mir, ey Juju, der verzögert das extra, dies und das. Ich komme richtig blöd von mir, ich mache das aggressiv. Ich will einfach... Warte. Was heißt verzögern? Was heißt das? Ich verstehe verzögern das nicht. Heißt, es wird nicht direkt gesagt, ey Leute, das stimmt nicht, sondern ja, glaubt ihr das selbst? Oder... Ey, guck mal, Juju, was ist das? Guck mal. Der Unterschied zwischen mir und dir ist, mich interessiert das nicht, was die Leute glauben. Boah, stark, Lan. So muss das doch auch sein, Amanakoy. Wenn ich doch weiß, die Sache stimmt nicht. Warum rege ich mich doch darüber auf, Amanakoy? Ich weiß doch, was ich gemacht habe und was nicht. Wieso hast du denn da Zweifel? Juju, warum hast du da Zweifel? Weil es vielleicht der Wahrheit entsprechen könnte? Ich sag nicht, dass ich dabei war. Ich sag nicht, dass ich das gesehen habe. Aber wenn das schon die eigenen Kollegen sagen so, dann hört sich das auf jeden Fall sehr, sehr realistisch an. Aber sie hat auf jeden Fall Zweifel, Bruder. Die kommt darauf gar nicht klar, dass man das sagt, ne? Eine irgendwo entspricht das dann wohl doch der Wahrheit. Also so würde ich das jetzt mal so behaupten. Also würde ich mal jetzt so behaupten, oder? Ja, nee, wenn man doch weiß, dass das nicht stimmt, dann würde ich mir doch keine Gedanken dazu machen, Digga. Ich weiß, wer ich bin und was ich bin, okay? Was die Leute mal zu, egal, auch wenn du jetzt Kopftuch machst und 10-mal in Moschee betest, die Leute werden trotzdem über dich reden. Ich weiß, über dich urteilen, ich weiß das. Aber warum gibst du das Gehör? Scheiß doch auf die Leute. Weil diese scheiß YouTube-Videos nicht mehr aufhören. Es interessiert mich nicht. Wenn ich mich darüber äußere, ja... Dann wäre ich doch dumm. Ich sag's dir hier, da war nie, da wird auch nie im Leben irgendwas sein. Verstehst du? Ja, damit die das auch mitkriegen. Naja, hör zu, Punkt, Zitat, Ende. Ich muss hier niemanden, wallah, ich muss eine Äußerung, Video machen. Denkst du, ich bin ein kleiner Junge? Denkst Nein. du, diese Menschen können mit mir spielen, ich muss hier eine Äußerung machen. Weißt du was, am Ende sollen die Leute denken, was sie wollen. Es geht das sage ich auch immer. Guck mal, das Problem ist, es geht mir am Arsch vorbei.
Amanaroim, was ein Trompetenschiedel, ja. Jetzt sagt sie auf jeden Fall, es hört nicht mehr auf. Ja, diese Gerüchte hören nicht mehr auf. Vor 2 Tagen hat die noch gebettelt, dass man Videos über sie dreht, ja. Weil sie meinte, sie ist in ihrer Primetime, in ihrer Blütenzeit, Amanaroim. Keine Ahnung, die ist kurz Shindy geworden, Amanaroim. Karl, die sagt einfach, die ist in ihrer Primetime, weil wir Videos über sie drehen. Ja, nee, wer bist du denn, Amanaroim? Ja, nee, du hast doch gebettelt, dass wir Videos über dich machen. Du hast drum gebettelt, dass wir Videos über dich machen. Ich schwöre auf alles. Ja, nee, sie hat das doch gefeiert. Sie wollte das doch selber. Nee, wenn du darauf nicht klarkommst, dann tu doch nicht so, als wärst du krass. Ja, tu doch nicht so, als würde es dir egal sein. Ja, nee, da kannst du uns doch nicht privat auch noch schreiben, ja, mach weiter und so. Ihr hilft mir nur, mehr Zuschauer zu bekommen. Ja, nee, sei doch froh, du bekommst ja wirklich mehr Zuschauer dadurch, hä? Ja, nee, was denn jetzt, Trompete? Juckt dich das oder juckt dich das nicht? Doch! Bei dir ist, nein, Walla, bei dir ist es nicht so. Guck mal, du bist ein Mann. Du bist ein Mann. Weißt du, was ich meine? Es ist egal, was du machst. Keiner kann dich, keiner kann irgendwie sagen, ja, so, so, so. Bei mir, ich bin eine Frau. Ich muss diese scheiß Gerüchte auf meinen Schultern tragen. Verstehst du, was ich meine? Du bist ein Mann. Natürlich interessiert dich das nicht. Weil, kann einer mal, kommen zu dir sagen? Ich sage. Warte, nur eine Sache, nur eine Sache. Kann einer zu dir kommen und sagen, du bist eine Punkt, Punkt, Punkt? Yani, du weißt, was ich meine? Du bist eine Kachpe oder so? Kann keiner zu dir sagen. Aber ja, zu mir können die das sagen, weil sie die, ich hab mit du dir was. Du verstehst eine Sache nicht. Es gibt hier viele Leute, die dich nicht leiden können. Mich auch nicht, jeden hier. Ja. Diese Leute, die dich nicht leiden können, schießen gegen dich und du reagierst. Sobald du dich ärgerst, machen die weiter. Verstehst du? Das ist der Punkt. Das musst du langsam mal begreifen. Die Leute sagen das immer, schreiben, du ärgerst dich, die schreiben weiter, du ärgerst dich weiter, die schreiben weiter. Schmeiß doch einfach hinter deinem Rücken. Allah, ich will hier nicht mal reden, ne? Das Ding ist, ne, also das Ding an der ganzen Sache ist, nicht mal wir haben dieses Gerücht auf die Welt gebracht, sondern das waren ihre Freunde. So, ihre Freunde und seine Freunde waren das in einem Livestream. So, das war ja nicht so, dass ich irgendwie an die Öffentlichkeit gegangen bin und gesagt habe, ey, Juju hat mit Yasser Çakçak gemacht. Das war ja nicht so. Ich habe letztendlich nur auf diese Livestream-Ausschnitte reagiert und dadurch einfach nur meine Meinung abgegeben. Und die Leute da haben selber gesagt, ey, nach dem Boxkampf gab's Çakçak-Session. Ich habe nur darauf reagiert und das war's auch. Sie hat daraus einfach Dings gemacht, Lan. Die hat einfach Skandal 2024 dadurch gemacht. Daraufhin hast du sehr hart unsere Familien beleidigt. Können unsere Eltern dafür. So, weißt du, was ich meine? Denn wenn du mit denen Hans und Franz Çakçak machst. Ich kann so eklige Sachen erzählen, ne? Aber ey, Step by Step. Amanaroim, sie pisst einfach in Socken bei Opas, ne? Und verkauft das dann an Opas. An ältere Herren. Ich weiß nicht, wie krank die sind, was für ein Fetisch das ist, dass man in Socken reinpisst und das dann verkauft. Ich weiß nicht, was das für ein Fetisch sein soll. Ich weiß nicht, was das bringen soll überhaupt. Amanaroim, einfach nur ekelhaft. Aber so hat die sich ihre Brust-OP finanzieren lassen. Von alten Herren. Ich schwör bei Gott, das stimmt nicht. Wallah, komm jetzt, sag, schwör auf deine Mutter, das stimmt nicht. Hast du selber deine Brust-OP bezahlt? Wallah, komm, lass dich jetzt nicht blamieren, bitte. Verbreitet haben bei Allah, ihr habt alle in meinen Augen keine Ehre. Ja, weil wie könnt ihr mit meiner spielen? Ja, wie könnt ihr mit meiner spielen? Peinlich. Und wer sowas für Fame macht, ist auch für mich ehrenlos. Ja? Wollte ich nur gesagt haben. Wer sowas für Fame macht, ist der größte Köpek. Ja, ist auch Köpek. Hier, Lepich, Lejanko. Ist doch der größte. Macht jeden Tag Videos von mir. Der Typ ist besessen von mir. Sie hat von Yasra abgetrieben. Du kleiner Peach. Was hab ich? Und selbst wenn es so wäre, ich schwöre bei Gott, ich würde dazu stehen. Ich würde dazu stehen. Jani, warum mischt ihr euch in fremde Angelegenheiten an? Ist doch scheißegal, mit wem ich mich date und mit wem ich mich nicht date. Mach, guck mal, du verstehst nicht, Juju. Die machen das, um dich zu ärgern. Du ärgerst dich, die machen weiter. Aber du selber weißt doch, was du gemacht hast und was du nicht gemacht hast. Sag ich auch immer. Ich sag das auch immer. Aber ich habe viele Hater dadurch bekommen. Sehr viele Hater habe ich dadurch bekommen. Was soll ich dir dazu sagen? Hier gibt es doch auch viele, die reden und machen. Es interessiert mich nicht. Ich weiß doch, wer ich bin. Ich gebe denen einfach keine Plattform mehr. Danke, dass ich das kurz mit dir besprechen konnte, weißt du, für die, die das jetzt auch gesehen haben, damit ihr mir nicht mehr auf den Geist geht, Leute, ja, und fertig. Das erstmal, Peach, kannst du deinen dritten Stiefvater nennen? Ich habe vorher nie deine Eltern erwähnt oder ich habe nie was Schlimmes über deine Eltern gesagt. Ich habe nicht mal deine Eltern erwähnt. Und du kommst jetzt an und du sagst, Peach, beleidigst auch noch Eltern, beleidigst auch noch verstorbene Menschen. Und für diese Sachen wirst du dich auf jeden Fall gerade machen, ne, Layla, ne, 100 Millionen % Juju, Layla oder was auch immer, Amanaroim, Trompetenkopf, Basketballschädel, ne, Seitenprofil eines Basketballs, ne, keine Ahnung, wie man dich nennen soll, Nudelsalat aus Berlin, Dorfmatratze, was auch immer, ne, du hast ja sehr, sehr viele Spitznamen oder Kurselnamen und ja, du wirst dich auf jeden Fall für diese ganzen Sachen gerade machen, ne, du redest von Anstand und Ehre. Wo hast du Anstand oder Ehre, Amanaroim? Du gehst hin, verkaufst knappe Bilder an 17-, 18-Jährige, damit die Babylöwen spenden. Bist in die Socke eines Opas, Amanaroim, und verkaufst ihnen das.
weil er krank ist, weil er denkt, das sei geil. Keine Ahnung, was das für ein Fetisch ist, Amenachim, dass man in Socken reinpisst und das dann, keine Ahnung. Was macht er damit, Amenachim? Trinkt er das dann oder was? Wie kannst du bewusst diesen Menschen das anbieten? Weißt du, was ich meine? Jetzt kommt mir nicht an mit, ja, ist doch leicht verdientes Geld oder so. Walla, ihr seid einfach selber ekelhaft, wenn ihr sowas macht. Fertig. Die ziehen Opas einfach ab, Amenachim. Walla, die pissen einfach in Socken und verkaufen das. Bruder, was ist das denn? Walla, die denken, ich verarsche dich, ne? Das ist wirklich die pure Wahrheit. Ganz einfach. Fertig. Thema gegessen. Ja. Solange du dich darüber äußerst, umso mehr machen die das. Ja. Umso schlimmer wird das. Frag Serhat, er weiß Bescheid. Ja, Mann, das stimmt wirklich. Warum Serhat? Was hat er damit zu tun? Frag ihn, der ist doch auch lange genug in der Plattform hier. Ja, aber du darfst einfach nicht darauf reagieren, er hat eh recht. Ja, Leute, ich bin seit 4 Monaten dabei. Okay, ja? Wo warst du, Bruder? Yunus, danke schön. Ich küsse dich. Wenn du dich ganze Zeit aufregst, dann. Senem, wie geht's dir, Senem? Gut, ja, wie geht's dir? Das ist ja lange nicht mehr gesehen. Du siehst so traurig aus. Nein, ich bin so müde geworden. Keine Ahnung warum. Ah, okay. Senem, hallo, Entschuldigung, hallo, dass ich dich. Nein, alles gut. Ich kann dich verstehen, aber da rein, da raus. Wenn du allem so Plattform gibst und jedem so antworten willst, dann sitzt du bis morgen hier, weißt du? Ja, aber. Sie reagiert bei jedem Kommentar. Ich verstehe sie auch, weil sie ist in jedem Video drin. Irgendwie Leute, ich bin wirklich auf jedes Mal 4-5 Videos, ich bin auf der Titelseite. Ja, was wollt ihr von mir, ja? Ja, hallo, auf der Titelseite. Dieser wieder Titelseite, Amenachim, die hat's einfach zu GQ gemacht, Lan. GQ, diese Model-Dings da. Amenachim, die hat's einfach zu GQ gemacht, Lan. Die hat sich selber einfach zu Sandra Bullock gemacht, Lan. Was laberst du, Amenachim? Du bist auf TikTok live, hast paar Zuschauer. Redest von Titelseite. Lan, du warst bei einigen YouTube-Videos dabei. Du warst nicht bei, keine Ahnung, GQ oder Playboy-Magazin, Amenachim. Du warst nirgendwo. Walla, sie hat sich einfach wirklich zum Star gemacht. Ich bin auf jeder Titelseite, sagt sie. Sein Kim ist denn, Lan, Amenachim? Wer bist du? Du hast bei Nico Nuevo ein Musikvideo mitgemacht. Hast du nicht gemacht? Schöne Grüße an Nico Nuevo, ne? Krasser, stabiler Künstler. Nichts gegen ihn. Aber ja, nee, du hast wirklich das Krasseste, was du jemals gemacht hast, ist bei einem Rapper in einem Musikvideo mitgemacht. Sollen wir das mal einblenden? Ja. Ein kaputter Mensch. Sein Leben ist kaputt. Ja. Was will er erreichen? Er will nur kaputt machen. Richtig. Ein guter Mensch will Gutes für andere. Ja. Verstehst du? Weil wenn ein kaputter Mensch und sein Ansehen ist bei den Leuten kaputt, fängt er an, Sachen zu erzählen, damit er alles durcheinander bringt. Ja. Verstehst du? Und ein guter Mensch erzählt Gutes, damit er den Leuten was Gutes macht. Und du fällst einfach darauf rein. Wallah, Yasser, vielleicht weil ich neu im Game bin. Was für ein Game? Einfach, das ist doch ganz, ganz normal. Einfach, egal wer dir was sagt. Weißt du, was du ihnen sagst? Was denn? Es geht dich einen Scheißdreck an. Punkt. Hast du recht. Lass die Leute doch reden, solange die wollen. Wenn die kein Leben haben und über dich reden, freu dich doch. Wir wollen den Menschen nur was Schlechtes, weil wir selber schlecht sind. Okay. Walla, weißt du was? Egal, ich mach meinen Mund gar nicht auf, Bruder. Ne, scheiß drauf, Bruder. Okay, wir sagen einfach, wir argumentieren das mit okay. Ja, meine Antwort, okay. Tamam? Okay. Amenachim, am Ende, bevor ich was sage, Bruder, die schütten dann wirklich noch Säure auf mich. Töbestaffler. Mann, wir sind schlechte Menschen. Wir haben einfach schlechte Menschen gemacht, Bruder. Ja, nee, okay. Würde ich mal raushauen, was ihr so damals gemacht habt. So, ne, das ist ja alles online. Ne, jede Zeitschrift hat das irgendwie schon gepostet. Egal, ich will das gar nicht erwähnen, Bruder, weil ich mag irgendwo Yasser. Weißt du, was ich meine? Ich habe Sympathiepunkte zu denen irgendwie, auch wenn er mich wahrscheinlich nicht mag. Ich mag Yasser. Ich sag euch so, wie es ist. Wie viel hast du eigentlich Juju bezahlt? Guck mal, no. Alles gut. So. Danke, Yasser. Voila. Musste einfach. Ja, Leute, wie gesagt. Gab es Leute, die haben über mich geredet. Walla, ich habe nicht mal reagiert. Walla, ich habe nicht mal reagiert. Weil ich weiß doch, wer ich bin. Die Leute sind mir scheißegal. Wer was Gutes für mich will, kommt zu mir und redet mit mir. Wer was Schlechtes will, macht ein Video. Sag, und alles gut. Sollen die über mich schlecht reden? Danke. Ist so. Einfach. Leute, 3 Rosen. Aber auch die reden gerade voll deep miteinander und dann kommt sie an mit, Leute, komm, noch 3 Rosen. Lan, wer soll dich denn bitte dann noch ernst nehmen, ja? Walla, wer soll dich bitte ernst nehmen? Was ist das für ein Mensch? Ja, nee, wie kann man solche Geier sein, Lan? Wie kann man so betteln, Bruder? Walla, schämen die sich nicht? Schämen die sich nicht? Abgesehen auch jetzt von Juju, Bruder, erwachsene Männer stellen sich vor die Kamera und betteln nach Geld, Bruder. Das ist wirklich nicht mehr lustig, Mann. Diese verheiratet haben Kinder und betteln wirklich nach Spenden, Bruder. Walla, traurig, stellt euch mal vor, unsere Väter würden das machen. Stell dich mal vor, Lan. Nee, wer soll dich noch ernst nehmen, Juju, ja? Du Sockenpisserin. Doch echt nicht böse gemeint. Machst du dich, ja, so wie du gerade aussiehst, machst du dich für, also so mit dem Gedanken, ich gehe gleich live,
Machst du dich dafür schick? So ehrlich, so Haare, Schminke, jeden Tag so. Kleidung? Weiß ich nicht. Ich bin immer so. Du wachst ja bestimmt nicht so auf. Doch, ich wache so auf. Du kannst mir nicht sagen, dass du Ich wache in solchen bist. Klamotten auf, nur das sind halt meine Schlafklamotten. Also, du bist bestimmt nicht 24/7 geschminkt. Nein, ich komme auch ungeschminkt live, hä? Ehrlich? Ja, natürlich. Ich lade sogar ungeschminkt Stories hoch und wünsche allen gute Nacht. Hä? Die Leute lieben das sogar. Viele sagen zu mir, Juju, ohne Wimpern und so sieht krasser aus. Aber ich mag das einfach. Kimi, danke schön. Ich Sorry, mag es. Es glitzert so schön, wenn man sich schminkt. Weißt du? Hasso, danke schön. Tommy, danke. Kimi, du Ehrenfrau. Vielen lieben Dank. Wo ist eigentlich Can, Kimi? Wo ist Metin? lass Danke schön. Kimi, Lan danke, dass du hier bist. Wallah. barış, was machst du da lan? Barış, sen ne yapıyorsun ya? Was machst du mit der? Allah, ich kenne den Jungen einfach. Ich kenne den wirklich, ich kenne ihn persönlich, Alter. Stabiler Boxer, aber was machst du jetzt da mit Juju lan? Morgen, ich werd wach, ich guck, die ist live mit meinem Opa oder so, ja? Die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch. Hol sie rein, diese arabische Ho. Hol sie mal rein, TikTok sportlich. Hol sie jetzt sofort rein, Wallah Rambo, sonst ich werd sauer. Ich schwöre bei Gott, ich werde sauer. Hol sie rein. Hol sie rein. Wenn ich sie nicht persönlich zusammen bearbeite, dann weiß ich auch nicht. Hol sie rein. Ich sag euch jetzt mal was über Bayern, okay? Hört mir jetzt alle zu. Sie hat ihre eigene Mutter als Scharmutter beleidigt. Ihre eigene Mutter. Ihre eigene Mutter hat sie als Scharmutter beleidigt. Dieses Mädchen hasst mich, okay? Wisst ihr, warum sie mich hasst? Sie hasst mich, weil ich mit ihrem Freund Mishito live war und ich habe mit Mishito nichts zu tun. Sie hat daraufhin meine Eltern beleidigt, sie hat daraufhin mich beleidigt, sie hat meine ganze Familie beleidigt. Seitdem hasst sie mich. Und jetzt, sie kommt einfach rein und schreibt Scharmutter, du kleine, wenn... Mihaliuf, ich küsse dein Herz, Mihaliuf, ich hab dein Plus geklaut. Hört mir zu, hol sie mir jetzt sofort rein. Sie ist 1,30 groß, Leute. Ich pack sie in meine Handtasche. Ich pack sie in meine Handtasche. Sie ist ein Taxi, Leute. Jeder war schon drin, jeder war schon drin. Jeder war schon bei ihr drin. Sie ist wie ein Taxi. Yusuf, ich küsse dein Herz. Ulan, du Sockenpisserin, guck mal bitte, wie sie redet. Diese Sockenpisserin, ja. Wallah, was soll man bitte zu der sagen? Achtet mal, wie sie redet. Und dann wunderst du dich, warum kein Mensch positiv über dich spricht? Kein Wunder. Guck mal, wie sie redet. Sie nennt die Taxi und so. Ulan, du bist doch größte Fake-Taxi. Du bist Fake-Taxi, offiziell. Du bist Fake-Taxi. Du bist wirklich so Stammspielerin Rückbank. 100%. Was denkst du, wer du bist? Jetzt mal interessiert, was denkst du, wer du bist? Und das mit Socken, ne? Ihr denkt wirklich, ich mach Spaß. Ich schreibe keine Scheiße, ne? Das ist wirklich die pure Wahrheit. Aber man auch eben einfach in Socken pissen und ihr habt das verkauft an alte Opas. Oder das ist nicht gelogen. Das ist nicht gelogen. Es gibt wirklich so geisteskranke Menschen, Bruder. Einfach einen Socken reinpissen und verkaufen, Bruder. Was ist das denn für ein Geschäft, Lan? Aber Lan, die muss eigentlich dafür Gewerbe anmelden, Lan. Mein Gesicht zu sagen, ich fress dich auf. Du No-Name, du. Bayern, Bayern, Anistikim. Hol sie mir rein, Rambo. Ich schwöre bei Gott, du holst sie mir jetzt. Du holst sie mir. Versuch halt nämlich. Ich muss Chair machen, Leute. Gehen Bayern, ihr Fisch stinkt. Sie ist ein Fisch. Leute, gehen zum Bayern. Ich muss Chair machen. Sie ist Taxi, Taxi. Jeder darf einsteigen. Jeder darf bei ihr einsteigen. Leute, ich muss Chair machen. Geh zum Bayern, Leute. Ja. Chair machen? Chair machen? Hol sie mal rein, hol sie mal rein. Ja, ich muss. Wenn sie eine Frau ist, wenn sie eine Frau ist, okay. Warte, komm, ich sage Chair machen. Warte. Leute, ich muss Chair machen, Leute. Was ist passiert, Leute? Ganz Europa. Richtige Kachja. Beleidigt meine Eltern. Du kleine Kach. Du machst das doch auch. Walla, wie nennst du eigentlich Kachba? Oder Kach? Oder was auch immer? Die größte Kach derzeit in dieser TikTok-Livestream-Szene bist eigentlich du, ne? Das haben ja auch diese ganzen anderen Leute hier gesagt. Ich will, Walla, haram so, ne? Scheiß drauf, haram. Ich will das eigentlich gar nicht sagen. Aber ey, so, wer schon wirklich den Mut hat, oder was für Mut, das ist einfach nur peinlich. Du gehst hin, schickst 17, 18-jährige knappe Snaps. Ja, Brust, Gött, Tanga, dies, das, damit sie die Babylöwen spenden. Ja, ne, was bist du denn dann? Bist du keine Kach? Bist du anständig? Ist das anständig so? Also das ist anständig so, ne? Knappe Bilder zu senden, damit man Babylöwen gespendet bekommt. Amanakoy, das ist einfach Prostilan. Wallah, genau wie, das ist am Escort. Escort-Service, Amanakoy. Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Geh, verpiss dich. Ich will jetzt nie wieder mit dir jetzt live gehen. Jalla, verpiss dich. Oiti, ja, Scharmutter. Ja, Ahbe. Inti, lo andek sa'abi wushek, ma bitfarjuki zek lel'alam. Jalla, verpiss dich.
dich! Abu, sie hat ganze Stammbaum vom Juju mitgenommen, Lan. Die hat einfach ganze Stammbaum vom Juju so gemacht, Bruder. Und sie hat anscheinend, also Juju hat anscheinend mit ihrem Freund irgendwas gehabt. Und Juju argumentiert das damit, ich war nur mit ihnen live. Was ich nicht glaube, Bruder. Weil keine, warum sollte diese Frau so ausrasten wegen Livestream? So, macht für mich keinen Sinn. Aber auf jeden Fall noch eine andere Geschichte hinter, ne, weil die irgendwie privat noch Kontakt hatten und er sie nach Tipps gefragt hat. Irgendwie so. Bruder, wallah, traurig. Peinlich, was soll ich euch dazu sagen? Leute, wallah, khair machen mit ich schwöre bei Gott, khair machen mit ihnen. Khair machen? Khair mache ich mit so einer? Leute. Mit so einer mache ich Schreck, die meine Eltern beleidigt, ich kenne sie nicht einmal. Leute, Kher machen, Wallah, was ist passiert, Leute, das alles... Ich schleife sie. Was für Kher? Was mache ich Kher? Mit wem mache ich Kher? 1,30 Syrerin, ja? Verpiss dich in dein Land zurück. Nein, nicht zum Land, bitte nur bei dieser... Du darfst nicht an, ich hab gesagt, Wallah, ey. Juju. Ach, hey, ich mache Kher, komm, ich mache Kher, Wallah, guck so, Habib. يا شرموتة يا أنيك أمك يا شرموتة أنتي قحبة أوكي أنتي أكبر قحبة من تيك توك آه وارت نوخ أنا كمان هلو Kleine. Ja, mein Bruder, ich mache gerade her, Bruder. Benimm dich mal. Sektor geht am Anakul. Wenn es euch nicht gefällt, Yusuf, ich küsse dein Herz. Dankeschön. Sie sagt zu ihr, verpiss dich in dein Land zurück. Schämst du dich nicht? Lan, schämst du dich nicht? Wir sind doch alle Ausländer, Bruder. Denn schämst du dich nicht, sowas zu sagen? Vor allem du bist illegal hier. Oder beziehungsweise du warst illegal hier. So, wir wollen gar nicht die Geschichte auspacken, oder sollen wir das auspacken? Oder willst du das selber sagen? Erzähl mal. Zeig mal deinen Aufenthaltstitel. Zeig mal, dass du hier überhaupt sein darfst. Zeig mal, dass du hier überhaupt sein darfst, gerade aktuell. Boah, Wallah, wie schlimm die Mädchens, ja, Wallah, wie sie redet. Sie sagt einfach, geh in dein Land zurück. Wer bist du denn, Land? Oh Mann, sie hat nicht mal deutschen Pass. Wer bist du, dass du sowas sagen kannst? Ehrlich, meine Eltern, so eine kleine 1,30 Araberin, ja? Ich schwöre bei Allah, sie soll beten, dass sie mich nicht persönlich trifft. Sie soll beten. Sie soll beten, dass sie mich nicht persönlich trifft. Was denn? Ihr müsst euch so vorstellen, ich bin die Letzte, die zu irgendjemandem frech ist oder gemein ist oder andere beleidigt. Ich mag es nicht, andere zu beleidigen. Ohne viel Wallahi oder ich schwöre auf das oder ich schwöre auf dies oder ich schwöre... Ne? Lüge. Lüge, Lüge, Lüge. Ja? Ich mag es nicht, andere zu beleidigen. Lüge. Ich bin einmal mit ihrem Freund live. Wir matchen zusammen. Meine beste Freundin schickt mir Streamaufnahmen. Sie sagt, meine Eltern sind so... Sie beleidigt meine ganze Sippschaft. Und bei mir ist es so, wenn jemand meine Eltern beleidigt, ist mir scheißegal, Alter. Ich lass, das geht nicht. Also du darfst Eltern beleidigen die ganze Zeit, aber keiner darf deine Eltern erwähnen. So läuft das hier nicht, ne? Sorry, aber so läuft das hier nicht. Und ich sag dir jetzt eine Sache und ich sag das auch wirklich im Guten. Du wirst dich für diese Worte gerade machen müssen, egal wann, egal wie, egal wo. Du wirst dich für diese Sachen gerade machen müssen. 100 Millionen %. Denn diese Sachen kannst du nicht einfach so sagen. Du kannst einfach an die Öffentlichkeit gehen und Eltern beleidigen. Ja, vor allem dann noch von Verstorbenen. So, das geht nicht. So, wer macht sowas dann? Ja, wie wenig Ehre und Stolz hast du, dass du sowas machst? Und du weißt auch noch, dass diese Leute verstorben sind und du machst es trotzdem. Denn ist das anständig? Aber egal. Hier, mit Ansage, du wirst dich für diese Sachen gerade machen müssen. Einfach abwarten und Chai trinken. Ihr wisst noch, was kommen wird. Schaltet einfach die Glocke ein, ne? Die nächste Zeit wird sehr, sehr ekelhaft. Wisst ihr eigentlich, was doch auf euch zukommen wird? Ihr wisst das gar nicht, ne? Ihr denkt, ich blöffe. Sie redet immer darüber, dass ihre Eltern wichtig sind und. Dabei reden deine Eltern schon seit Jahren nicht mehr mit dir. Dein Vater ist enttäuscht von dir. Habe ich jemals von irgendjemandem hier die Mutter beleidigt? Ja, hast du 28 Mal am Tag sogar? Bist du doof? Hast du irgendwelche Störungen? Rambo, ja. machst du das wirklich jetzt gerade, was du da durchziehst, Bruder? Für ein bisschen Show? Wie bisschen Show? Mach nicht, ich mach jetzt. 2024. Für ein bisschen Show machst du das, Bruder? Das gibt doch andere Weise an Show, ohne dass sich die Leute gegenseitig beleidigen, Bruder. Was soll ich machen? Meine Team hat gesagt, ganze diese Woche, du hast keine Herr gemacht, du musst Herr machen. Meine Team ganz hat bei mir gesagt, du musst Herr machen, ich muss Herr machen. Meine Team bei mir immer sagt, diese Woche, ich habe keine Herr gemacht. Ach. Dino, ich küsse doch dein Herz. Dino, du Ehrenmann. Dino 47. Ehrenmann, illegal, dankeschön. Dino, ich habe dir ein Plus geklaut, mein Lieber. Diese TikTok-Szene ist echt das Ekligste, was in dieser Zeit passieren kann, ja? Sag ich euch ehrlich. Sag ich euch so, wie es ist. Erwachsene Männer, verheiratete Männer setzen sich vor die Kamera, setzen auf Flaschen, betteln nach Geld. Und dann gibt's da eine Juju, die pisst in Socken von alten Herren und verkauft das dann. So, ne, keine Ahnung, was das für ein Geschäft sein soll. In Socken pissen. Bruder, was ist das denn, Alter? Ich habe so noch nie sowas gehört, ja? Wer hat so einen Fetisch, Bruder? Ist das normal? Ist das überhaupt erlaubt? Bruder, einfach in Socken pissen und das verkaufen. Viel Glück. Weil du hast gesagt, ja, letztes Mal, wo ich dich angefangen habe, was ich geküsst habe, du hast gesagt, das juckt. Das ist so hart.
Ja, aber das muss doch jetzt Julo, wissen. Julo, ich habe eine Video von dir gestern geguckt. Mit dieser schwarzen Klamotten, was du anhattest. Julo, das ist nicht normal. Warte, was für ein Video? Was du gepostet hast, bei Dings. So Videos musst du machen. Die Leute, Männer gehen kaputt. Die gehen auch so auf mich kaputt. Aber Allah. Ja. Aber mach dein Bart nie wieder weg, gekühlt, Ivo. Zwei, drei Tagen kommt wieder raus. Ja, ich mag dich mehr mit Bart, Lomo. Lass mal diese Politik, ja. Haben wir uns mal gesehen, Gilo? Ja, nee. Noch nie, ja? Noch nie. Was hast du davon, wenn wir einen Treffpunkt machen und dass wir zusammen live gehen? Boah, das wird über die Grenzen hochspringen. Ja, Allah. Ganz Deutschland wird darüber reden. Ja. Was macht Gilo und wie? Das wird knallen. Aber diese Nacht wird brutal sein. Wie brutal? Brutal. Wie meinst du mit brutal? Ich werde dir was ballern. Keine Grenze gibt es. Das bedeutet, das Nacht wird alles rosa sein. Alles rot sein. Alles überall Rosen, überall Dings. Und 5, 6 Leute müssen dich, was du willst, das muss schon brutal sein. Er wird ihr was reinballern, yani. Wollt ihr Schneeball spielen oder was? Yani, Ibo, du hast mich wirklich enttäuscht, Bruder. Ja, so klar, Olsen, ja. Sie nennen ja Schinkatsch, Alter. Wie alt ist sie? Wie alt bist du? Bruder, Walla, du hast mich richtig enttäuscht, auch wenn ich dich sehr, sehr mag. Aber du hast so viele Frauen, Kürtebo, ich will nichts mit dir zu tun haben. Aber meine Art und Weise nicht so. Wallah, sag mal ehrlich. Wallah, Billa, ihr redet immer dieses Wort. Kürtebo hat so viele Frauen. Ich habe ehrlich keine Frau. Doch, hast du. Guck mal, hat eine Angst, der gesprochen wird, zu viele Frauen, vor dem brauchst du keine Angst haben. Aber du musst sagen, der keine Frauen hat, vor dem musst du Angst haben. Zitat Ende. Wieso? Weil ich bin immer alleine. Sogar Silvester, ich wurde fast vergewaltigt von zwei Mädchen. Ich habe mein Leben habe ich letzte Minute noch gerettet. Ich bin von der ersten Etage runtergesprungen. Lüge. Diesen Nägel in meine Hater rein. Bei mir rein? In meine Hater rein. Was heißt das? Hater. Internet, ja. Hater. Die Komm Leute, die dich haten. Ach so. Ja, das versteht er. Aber ich weiß nicht, weil die gibt Wörter, ich nicht verstehe. Hinten. Also hinten. Neider. Achso, Neider meinte. Achso, okay. Gilo. Söhle. Warum schreibst du mir nicht? Schon früher hast du mir immer geschrieben, aber jetzt nicht mehr. Achso. Zeiten ändern sich. Hast du noch meine Nummer? Bestimmt. Kannst du mal bitte buchstabieren meine Nummer? 01783. Bitte, ich habe einen Bitte an dich, weil ich sterbe bald. Ich will, dass du meine Nummer sagst. 0178? Nein. 0176? Nein, richtige Nummer. Okay, 0. Leute, schreibt alle mit 017. Nein, bei 300 Zuschauern werde ich Kurt Ibos Nummer exposen. Bei 300 Zuschauern. Jetzt geht's ab. Bei 300 Zuschauern werde ich Kurt Ibos Nummer leaken. Wie Leute hast du denn? 150 nur. Da müssen wir warten. Bei 300 Leuten werde ich Kurt Ibos Nummer leaken. Pech. 300 Leuten. Alle, die gerade auf der For You sind. Wir sind gerade 500 Leuten. Bitte geht mal 300 rein und guck mal, was ich mache. Ich habe auch was vor. Und ich werde Gülo seine Nummer hier sagen. Hey, warum niemals? Doch. Warum niemals? Ich glaube ehrlich, man könnte Gülos Nummer posten, ne? Und keiner würde sie anrufen, weil die so uninteressant ist. Das meine ich nicht mal böse. Ich glaube, das ist wirklich die Wahrheit so. Wer möchte mit Gülo telefonieren? Warum, wer ist sie denn? Was habt ihr davon, wenn man mit einer Gülo telefoniert? Walla, jetzt mal aufs Herz, würdet ihr die anrufen? Augen, Augen, Zahn, Zahn, Blut, Blut. Meine Nummer, wenn meine Nummer gelegt wird, ich sterbe. Ich schwöre, ich sterbe niemals. Meine Nummer wurde noch nie gelegt. Noch Walla? Nie. Walla. Geht mal bitte alle rüber. Geht mal bitte alle rüber. Wie sind wir jetzt gerade?
190. Alle rüber, alle rüber, bitte, alle rüber. Niemals meine Nummer, ey, Kürtibo, bitte, ne? Niemals meine Nummer. Nein, niemals. Bei Allah, Kürtibo, meine Nummer ist heilig. Abo, Abo. Meine Nummer, Wallah, meine Nummer haben exakt 30, 40 Leute. Wallah? Wallah, Wallah. Aber nur ich hab ja ne. Ja, du bist mit in den 40 Leuten drin, so. Ist dein Herz. Wallah, ich entschuldige mich, dass ich Silvester dir auch keine Nachrichten geschickt habe. Ja. Für diese Wort, deine Nummer poste ich auf jeden Fall. Werde ich nicht machen, ich bin kein Mann. Ey, ey, Wallah, bitte nicht, ne? Ich meine. Ey, Wallah, bitte nicht, ne? Ich meine. Für diese Spucke kriegt die ihre Nummer weg. Warte. Ich gebe euch sofort. Wie viele Leute sind wir drin? Bon, wir sind gerade bei 450 Leute. Ich schwöre es euch, Leute, ne? Ich bin vom Zuschauen einfach doof geworden, Bruder. Ich bin einfach blöd geworden vom Zuschauen, Bruder. Hand aufs Herz, Wallah, wenn ich mir diese TikTok anschaue, ich werde einfach doof. Bruder, ich werde dumm. Ich werde blöd, Bruder. Leute, schick mir das. Ich guck, die haben 450 Zuschauer. 450 Leute schauen gleichzeitig diese Sachen an. Bruder, werdet ihr nicht irgendwie krank? Bruder, Wallah, geht hin, liest lieber Bücher, als das sich anzuschauen. Bruder, Wallah, das ist doch nicht mehr gesund. Und ich bin doch noch so doof, ich guck mir das auch noch an. Hemd in voller Länge auch noch, ne? Wie mich jetzt. Diesen. Deine Chayas sind sowieso alle feiern. Du findest keine bessere. Geht mir nicht um Feiern, du hast mich angespuckt. Ja, und warum? Okay, warum hast du mir ein frohes neues Jahr gewünscht? Weil ich diese Tag fast vergewaltigt. Ich musste abhauen. Von wem vergewaltigt? Soll ich dir hauen? Du kennst sie, von TikTok sind das. Wallah, die wollten mich vergewaltigen, ich bin abgehauen. Wer denn, ja? Zwei Mädchen. Wie? Du bist doch Kürtibo. Ich werde auch manchmal angegriffen. Und dann, wo ich die rausgeschmissen habe, guck mal, ich habe da feiert, die hat alles da. Ich gehe mich hinlegen, ich mag keine Musik. Ich lege mich hin, ich mache Telefonat mit ein paar großen Leuten. Und die meinst, weißt du, was wir machen? Wir gehen beide hoch, wir schlafen mit denen und wir eine posten ihn, machen ein Video und wir eine. Gehen auf ihn drauf, weißt du? So eine Politik machen. Dann hat nicht geklappt, habe ich rausgeschmissen. Später, wo die beiden anderen Freunde nicht da waren, da kommt die eine rein und ist am Wackeln mit seinem Handy. Mal ich meine, was wärst du? Ich möchte mit dir chillen. Ich habe gesagt, Wallah, mit mir kannst du nicht. Ich habe eine Tiger da, einen Hund, du kannst mit denen chillen. Vier Menschen, vier Rosen, Leute. Also, Bruder, Wallah, meine Gehirnzellen sind einfach tot. Ja, weiter. Einzige, der mich berühren darf, ist Gülo. Wallah. Gülo, wir müssen zusammen Urlaub machen. Ich gehe jetzt eh bald. Ich fliege jetzt bald weg, die Tage. Wohin? Türkei. Ich auch. Wohin? Ich fliege Istanbul, du? Ich auch. Ich fliege Donnerstag. Eileen, küss dein Herz. Ich fliege Sonntag. Montag. Ich auch. Du hast Sonntag gesagt. Diese Sonntag? Jetzt, mal drei jetzt. Jawohl, ich küss doch dein Herz, meine Schwester. Jetzt wie Booster ballern wir jetzt, Alter. Booster sammeln für Becken. 13, dankeschön. Mein Bruder, ich küsse deinen Imperator. Wo sind deine Leute, Kürtibo? Meine Leute gucken nur zu, gerade 500 Leuten. 500 Leute? Ich habe hier gerade mal 170 Leute, ne? Aber diese 100 Leute, ich meine. 500 Leute kann dir keiner 1000 Punkte schicken, Alter. Krass, Wallah. Dann 500 Leute, dann morgen seid ihr Bots oder was? Gülo, du hast auch leider nur 150 Zuschauer, weil wir nicht mehr auf dich regelmäßig reagieren, ne? Erinnerst du dich noch vor ungefähr ein Jahr? Wir haben Videos über dich gedreht, wir haben den Leuten wirklich gezeigt, wer du bist, ne? Mit deinen Musikvideos und dann, dass du angeblich Gülo 06 bist und keiner kann dir was. Dabei hast du Musikvideos für 150 Euro, hä? Jaro gelutscht, ja, was soll man bitte dazu sagen? Jetzt hast du leider nur noch 150 Zuschauer, nur noch, ne? Für TikTok ist das relativ wenig, ist es so. An meiner Rolle vor ein Jahr, ich schwöre auf alles, egal wie spät sie online gekommen ist, ne? Sie hatte einfach über 1000 Zuschauer. Und man muss auch wirklich hier sagen, ne? Es ist kein Flex, es ist kein Lob an mich selber oder so, aber das war durch uns. So, ne, das war safe durch uns. Die hatte zu jeder Zeit einfach über 1000 Zuschauer. Ne, auch, ich meine auch nur, wenn sie alleine live war. Das ist ja krass.
Wallah, wenn ich so Titten und große stabile Arsch hätte, ich hätte mir auch. Warum? Jetzt halt mir auch gebannt. Für die Kamera, guck mal, mein Platz 1 ist ein Mädchen. Ja, Wallah, du hast recht. Ja. Digga, ja, denkst du, ich hab das nötig, hier in Kamera meine Titten zu zeigen oder was? Ich bin Gülo 06, Land. Ja, ich sehe. Die ist hübsch, ja. Ich wollte. Ich kann ruhig, ich kann meine Seele, meine rechte Hand. Ich wollte, sie ist stabil. Wollt ihr, Wallah, wollt ihr. Aber Ende baller ich dir was rein. Ach, du hast zu viele Frauen, ja. Wallah, lass mal. Ey, weißt du. Mage, Mage. Gülo, was machen wir? Was machen wir in Istanbul? Sag mir. Üff? Üff, mach nochmal. Mach nochmal. Ich will diese Tanz, was du gemacht hast, dass du vor mir machst. Ah, ich weiß jetzt, was du meinst. Wo du Stalker, Wallah, du Stalker. Ganze Dings hat gesehen, was redest du? Ganze Europa, Deutschland, Welt hat gesehen. Junge, ich kürze die Bus, mich am Stalken am Laufen. Aber warum hast du nicht geliked, Alter? Nein, das mache ich nicht einmal. Jetzt habe ich geliked. Du likest nicht mal meine Sachen, also bist du. Wie geht das? Was heißt das liken? Junge, so. Tippen. Hab ich nicht. Guck mal, was für ein Nix-Gönner. Hallo. Wen liebst du mehr, mich oder Bekir? Ich. Ich küsse dein Herz. Natürlich dich, Digga, was ist das für eine Frage? Ja, guck mal, in 4 Monaten, mein Körper ändert sich komplett. Natürlich liebe ich dich mehr. Warte, sag mal deine Lippen wieder, sag mal. Junge, der Typ ist wirklich geil auf Gülo, ne? Amanorim, Ibo, die verarscht dich von Kopf bis Fuß, merkst du das nicht? Ibo, Bruder, komm, lass zusammen Finale 4 machen gegen Dings, Gülo. Tamam, mit dir würde ich gerne Finale 4 machen, Bruderherz. Bitte, komm, lass uns zusammen tun, wir machen Finale 4 mit Kühl, Ibo, Bruder, ich würde mich, glaube ich, totlachen. Ich muss Bruder zahlen, Alter. Mama, Screenshot, Mama. Ja. Na, hier reicht. Moro, du hast Booster bekommen, ja. Ich kenne den Moro gar nicht, ja. Moro, du musst am Morgen um 15.30 Uhr bei mir in den Live kommen, bitte. Alter, komm, wir machen jetzt Runde, ich geh raus. Feiern reicht. Ich hab und jetzt, wohin? Oder ich geh schlafen. Ohne mich gehst du schlafen, also. Ich geh einmal links und rechts und dann schlafe ich. Einmal links und rechts und schlafe ich. Das sind die letzten Tage. Ich bin weg, ich bin im Ausland. Alle Viderci, Babyboy. Alle Viderci. Jura. Du bist ehrlich, wenn du in einem Film spielst, Wallah, wenn ich einen Film drehe, bald, du bist der Erste, der nimmt mich in den Warum? Ich bringe 2 Frauen. Dann gibt meine richtige Frau, der mit mir lebt, und du bist der harte Frau. Und deswegen, ich stehe nicht auf dich, ich stehe auf dich. Verstehst du, was ich meine? Weil du so Dings bist. Ich habe für dich ein besseres Szenario. Du hast das drauf. Ich will auf jeden Fall dich im Film haben. Dich will ich auf jeden Fall im Film haben. Aber ohne den Film, wir küssen uns auch. Wir packen uns auch an. Ja, ja. Und das wird auch Dings. Ich habe die Szenario schon alles vorbereitet. Und dann nehme ich noch Dings und dann noch weiter und so. Warte, ich habe gute Szenario für dich. Ey, uck. Ich werde die ganze Deutschland wird von Gülo reden. Ach, das bitte nicht, Alter. Doch, doch. Keiner soll über mich reden, Alter. Das. Nein, das ist ein Film, ja, jeder wird gucken. Ich habe mal gehört, der wollte einen Film drehen mit Gülo, ne?
Er wollte wirklich so einen Film drehen mit Gülo, mit Klatschen und so. Ihr wisst, glaube ich, was für ein Film, oder? Nee, er ist nur 20 Jahre älter, oder? Er ist nur 20 Jahre älter. Töten ist doch froh, wenn ich schon daran denke. Oder was für ein Film, ja? Spaß hin oder her, das ist natürlich kein Spaß. Die meinen das ernst. Also Gülo würde da wahrscheinlich auch mitmachen für eine bestimmte Summe. 150 Euro aufwärts. Netflix, Angel. Schade. Ich darf nicht darüber reden. Mal drei, meine lieben Freunde, mal drei, meine lieben Freunde, meine Damen und Herren, da drüben auch bei Ebo. Leute, was ist los mit euch? Ihr guckt ganze Zeit zu, spallert mal was rein. Vier Menschen, vier Russen. Walla, Ebo geht bald Urlaub, der braucht Geld, Alter. Was ist los mit euch, ne? Zwei Russen, hatte, seid keine Geier. Hatte, seid keine Geier, hatte. Ich weiß. Oder ich weiß, ich weiß. Walla, ich weiß. Ihr seid Geier, ja. Walla, ihr gönnt nicht mal eine Rose. Wollt ihr mich verarschen? Danke, Blume. Mal drei, meine Damen und Herren. Ballert rein, wie Kürti Boma sagt. Jetzt, ballert rein. Ballert jetzt rein, jetzt. Kürti Boma soll sehen, Leute. Kürti Boma soll sehen, ballert rein. Ich will es gucken. Ich bekomme, why? Mein Bruder, jeder, der drin sein, Ehren. Gott, mal drei, 1000 Punkte sind drei. Hast du gerade gesagt, die kackt nicht? Nein. Abu Sam, ich küsse dein Herz. Why, Abu Sam, ich Ehrenmann. Mal drei, 1000 Punkte sind drei, K.O. Abu. 13, ich küsse doch dein Herz, Wallah, du Ehrenmann. Oder Ehrenfrau, Wallah, ich weiß selber nicht, was. Ich küsse dein Herz. Lack is Selemis. 300 Punkte, wollt ihr mich verarschen da drüben, Alter? Amur, ihr seid Hartz-IV-Empfänger, Behördengeldempfänger, dann seid ihr. Amur, schickt doch mal was Gescheites, Alter. Mein Gott. Habt doch alle Geld bekommen, oder nicht, ja? Was ist los mit euch? Walla, was für eine ekelhafte, ja. Rasier dir erstmal dein Schnurrbart weg. Ja, bevor du sowas sagst, schämst du dich nicht. Aber nachher, die finanzieren dir dein Leben seit Jahren. Und dann kommst du mit so einem Spruch um die Ecke. Also angeblich Hartz IV schon da ist und was auch immer. Du musst die Füße von den Leuten küssen, die dir was spenden. Du musst dankbar sein. Was ist das für ein Spruch, Land? Schämst du dich nicht? Walla, daran könnt ihr sehen, wie undankbar diese Schweine sind, ja. Walla, sei nach Hause mit mir. Ja, Mona, was ich dir erzähle, sind Walla auch und nach Hause. Aber die Menschen sind auch müde, glaub mir. Ja, aber was für müde, Digga? Warum gucken die dann zu? Wenn die müde sind, sollen die schlafen gehen, ganz einfach. Das auch recht. Ja, oder? Das ist auch recht. Wir lassen das Nachlass. Guck nicht zu, ihr Selmi. Schick mal, ballert was rein an meinen Nacken. Ja, was ist mit meiner Nummer? Du musst sagen. Sag mal bitte. Nein, ich habe immer noch keine 300 Zuschauer. So, ich gebe meine Nummer selber. Nein. So, an allen. Ey. Ich gehe so raus, weil wir haben noch 50 Sekunden. Warte so, aber die letzten Sekunden. Der Junge ist, der Mann ist so lustig, Alter. Ich bin Kürtibu. Ich bin Kürtibu. Zitat Ende, Yasalemi. Ja, Selemi, wenn ich dir zwei Klatsch gebe, morgen vergisst du, aber wenn ich dir was baller, du wirst mich nie vergessen. Bisschen Kurdistan. Du. Wie kommst du auf Kurdistan jetzt? Ja, schreiben hier rein. Bisschen Kurdistan. Alle, guck mal, ich sag euch nur eines. Kurden, Arabas, ihr seid alle unsere Brüder und Geschwistern, ihr seid die Besten aller. Aber ich sag euch nur eins. Ob Kurdistan oder Türkei oder Araber, alles gehört Allah. Keiner gehört was. Wir leben alle in Allah. Das sind alles unsere Brüder, das sind alles unsere Schwestern, das sind alles unsere Bries. Deswegen, guckt nicht eure Schwester falsche Augen, dass sie irgendwas ballert und so. Ich und Gülo sind was anderes. Wir ballern uns gerne ein. Zitat Ende. Ja, Gülo, wir sind ja alle gleich und so. Jetzt tut die einen auf Dings, ne, anständig und so. Aber vor halbes Jahr hat sie noch einen Junge mit dem N-Wort beschimpft, ne? Und das war ja auch ganz groß kurz. Dafür hat sie auch wahrscheinlich ihre gerechte Strafe bekommen. Alles schön und gut. Aber wie kannst du dich jetzt da hinstellen und sowas sagen? Du bist eine Lügnerin. Du bist eine richtige Lügnerin. Du bist rassistisch, ey. Fertig, Mann. Was tust du so, als wärst du anständig? Du hast verkackt. Du hast richtig verkackt. Vor allem wisst ihr noch, warum sie das gesagt hat? Also, warum sie das N-Wort gesagt hat? Junge, das ist einfach schlimm, Walla. Die ist schlimm, Bruder. Aber egal. Was soll man noch bitte dazu sagen? Schreibt mal eure Meinung in die Kommentare, lasst ein Like da auf. Aber würde ich mich natürlich freuen, passt auf euch auf, macht keine Scheiße und haut rein. Ja, stimmt, Lejanko hat mich hochgepusht. Doch was wäre Social Media heute ohne uns? Ganz am Rande, wir haben uns nie hochgelutscht. Deshalb ist die neue Milli zwischen Bauch und Hosenbund.